Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit dem Tacheles-Tag, den die liebe Tanja und die liebe Leo ins Leben gerufen haben. Und ich wurde getaggt von der lieben Lisa. Ich packe alle drei Kanäle und die jeweiligen Videos auch unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Es sind ein paar Fragen. Ja, ich habe die hier unten auf dem Tablet. So rund ums Thema Booktuber, Creator sein, ja, einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dementsprechend eben auch in Richtung Tacheles. Es gab so ein bisschen einen ähnlich angehauchten Tag, gab es glaube ich so vor 2 Jahren schon mal, wo man auch so ein bisschen gezielter Fragen gestellt hat, was einen als Creator so beschäftigt. Das ist jetzt kein Tag, den ihr wahrscheinlich auch als Zuschauer irgendwie in den Kommentaren mitmachen könnt, aber natürlich dürft ihr da gerne auch eure Gedanken dazu reinwerfen, wie ihr die Fragen findet, was ihr vielleicht auch irgendwie für Erwartungen hattet oder ja, selbst vielleicht bei der ein oder anderen Frage zumindest denkt, würde ich mich auf jeden Fall auch in den Austausch freuen. Ja, die erste Frage ist, warum denkst du, wachsen einige Kanäle schneller als andere und bist du mit deinem eigenen Wachstum zufrieden? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache 11 Jahre Booktube und bestimmt so 15 Jahre YouTube. Mir ist das nicht mehr wichtig. Ich achte da nicht mehr drauf. Ich gucke bei anderen nicht, wie viele Abos sind. Ich weiß am Ende manchmal gar nicht selbst, wo meine Abozahl gerade steht. Ich weiß, dass ich irgendwie so kurz vor den 5000 bin und diesen Meilenstein tatsächlich ganz gerne irgendwie noch erreichen möchte. Es war mir anfangs sehr wichtig. Also ich habe die ersten 100 gefeiert, die ersten 500, die ersten 1000 waren total beeindruckend, wo ich echt dachte, Steffi, stell dir mal vor, da stehen 1000 Leute, die darauf warten, dass du was sagst, dass du ein Video hochlädst. Und ja, es ist mir auch bei anderen nicht auffällig. Ich achte da auch bei anderen nicht drauf, auf dieses Warum wachsen, also woran liegt es, dass manche schneller wachsen als andere. Ich glaube, dass das ganz viele, ja, kleine Rädchen sind von, man liest gerade das, was angesagt ist, man bringt es gut rüber, man hat eine sympathische Art, man macht vielleicht auch regelmäßig was, wobei ich glaube, das hat nicht gar nicht viel mit Wachstum zu tun, aber ich glaube, es ist so eine Mischung aus vielen, dass man wirklich vielleicht das liest, was die Zielgruppe von YouTube, und ich glaube, dass YouTube schon eine relativ junge Zielgruppe hat, dass man da einfach den Geschmack trifft, dass man da einfach den Zeitgeist trifft, dass man eine sympathische, lustige, offene Art hat und dass man eben auch einfach, ja, irgendwas richtig macht, was die Zielgruppe von YouTube einfach gerade spannend findet. Aber ich beobachte ja nicht die Leute von, oh, da ist ein erstes Video von einem Booktuber, jetzt gucke ich mal, wie er sich entwickelt. Also dafür habe ich weder Zeit noch Muse, noch wäre das irgendwie meine Art. Von daher kann ich gar nicht sagen, woran es liegt. Also, ja, ich glaube, dass schon eine gewisse Aktivität ganz viel hilft, dass man hier vielleicht wirklich ein gewisses Wachstum bekommt, also wenn regelmäßig ein Video hochgeladen wird, wobei es auch genügend Beispiele gibt, wo nicht regelmäßig irgendwas kommt oder nicht mehr kommt oder auch einfach sich nie ein Upload-Tag irgendwie festgelegt wurde. Also es gibt, glaube ich, kein Patentrezept. Wenn man das hätte, wäre das natürlich super. Und ja, mit dem eigenen Wachstum, ja klar, würde ich mich freuen, wenn wir jetzt schon bei den 100.000 wären, aber es ist, glaube ich, bei Booktube einfach utopisch, wenn wir ehrlich sind. Und ich mache mir da keine Gedanken mehr drüber. Also klar, habe ich mir wahrscheinlich im ersten Jahr viele Gedanken darüber gemacht. Das ist aber halt jetzt auch schon 10, 11 Jahre her. Da war ich auch einfach ein ganz anderer Mensch, eine andere Steffi. Hatte vielleicht auch noch andere Vorstellungen, wo dieses Booktube mal hinführen kann. Aber ich habe so viel anderes als Reichweite in Booktube gewonnen. Meine wirklich besten Freunde habe ich durch Booktube kennengelernt und in mein Herz geschlossen. Egal, ob mit Booktuber oder Zuschauer. Es gibt da wirklich, ja, einfach ganz liebe Menschen, die in meinem Leben nicht mehr wegzudenken sind. Ich habe Dinge erlebt, die ohne Booktube ich nie erlebt hätte. Ich bin auf Buchmessen, ich treffe da Gleichgesinnte, wir haben da so viel Spaß und sind im tollen Austausch. Es gibt gemeinsame Leserunden und es ist so, so viel mehr als irgendeine Zahl in der Abo-Anzeige und das ist mit nichts aufzuwiegen. Also da nützt, würde mir auch jetzt eine Reichweite von, was weiß ich, 100.000 oder 50.000 oder was ist bei Booktube realistisch, 20.000, 25.000, nichts nützen, wenn ich dann immer allein nur in meinem Kämmerlein wäre. Und gerade um die Freundschaften und das Erlebte, da bin ich so, so dankbar für. Und da ist mir tatsächlich egal, ob das Wachstum nochmal weitergeht oder nicht. Oder ich einfach da bin, wo ich jetzt bin. Und ja, zumindest die 5.000 vielleicht. Ne? Da, das wäre so ein kleines Ziel. Aber wann wir die erreichen und ob... ja, das ist ganz egal. Also ja, solltest du noch kein Abonnent sein und mich auf dem Weg zu den 5.000 unterstützen wollen,
Na, da ist der Abo-Knopf, aber das ist ja auch bekanntlich gar nicht meine Art. Aber ja, so viel zu der Frage. Ja, Frage 2. Was bringt dich dazu, das Video eines anderen Booktubers auszuschalten? Und das ist echt schwierig. Das habe ich nur sehr selten. Also zum einen habe ich natürlich einige Booktuber in meiner Abo-Liste, keine Frage. Ich habe auch durchaus Booktuber in meiner Liste, die ich von ihrer Präsentationsart vielleicht gar nicht so mag, aber einfach ihren Lesegeschmack schätze. Und ja, das kommt durchaus vor. Und ich muss hier mal Platz machen. Mal mein Bein zur Seite schieben, na Digga, dass du hier auch mit hinpasst. Und ich weiß nicht, was ein Grund wäre, abzuschalten. Vielleicht tatsächlich einfach zu viel zu einem Thema, zu lange, zu viel um den heißen Brei. Aber würde ich dann direkt ausschalten und nicht einfach nur vorskippen? Also ja, also ich wähle schon sehr gezielt die Videos aus, die ich anschaue. Und natürlich entwickeln sich manchmal Videos zu etwas, wo man vielleicht anfangs nicht dachte. Das ist zumindest auch oftmals bei den Vlog-Videos so, wo ich denke, naja, es interessiert mich doch nicht, dass er da um, keine Ahnung, um die Erde geradelt ist. Also ich gucke ja nicht nur Booktube, aber ich finde ich tatsächlich schwierig. Also ich glaube, ich bin dann eher ein Skipper und sage, okay, das Buch interessiert mich nicht, ich springe zum nächsten. Aber so richtig, dass ich abschalte, also ich habe, glaube ich, schon eine gute Auswahl überhaupt in meiner Abo-Wahl sozusagen getroffen. Also was natürlich gar nicht geht, sind irgendwie, wenn jemand sehr, ich weiß nicht, sehr hochnäsig ist, sehr mit dem erhobenen Zeigefinger Dinge irgendwie erklärt, wenn jemand irgendwie denkt, ja, sie ist irgendwas Besseres, ich weiß nicht. Aber dann würde ich wahrscheinlich auch, also dann wäre das ein einmaliges Erlebnis, mir das anzugucken und zu sagen, okay, du landest nicht in meiner Abo-Liste. Und dann ist die Person sozusagen auch wieder vergessen. Also ich glaube, das kommt tatsächlich sehr, sehr, sehr selten vor. Dritte Frage. Wie viel Neid oder Konkurrenzkampf gibt es auf BookTube? Also ich muss sagen, natürlich hat man die ein oder andere Sache schon mal erlebt, auch gerade so, dass sich Grüppchen bilden, dass da viel gegeneinander so irgendwie, ja, das gab es alles schon mal, aber ich glaube, Neid und Konkurrenzkampf ist in dieser Nische von BookTube sehr gering. Also ich empfinde ein großes Gemeinschaftsgefühl, ein großes Miteinander. Es gibt auch immer wieder Community-Aktionen, egal ob Adventskalender, Weihnachtswichteln, das Sommercamp und so weiter, wo man einfach merkt, die Leute haben Lust, gemeinsam Dinge zu machen. Es gibt viele, die sich auch mal zu Hangouts, zu gemeinsamen Videos finden. Es gibt immer wieder BookTuber-Treffen, wo man in den Austausch kommt, wo man dann auch sich einfach entschließt, wie wir auch letztens in Nürnberg, jetzt lesen wir einfach mal ein Buch zusammen. Und ich spüre das nicht. Also ich wüsste auch nicht, dass, also bringt einen Neid im Leben weiter, aber gut, das ist nicht die Frage. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich sehr stark oder überhaupt vorhanden ist. Also ich glaube, es gibt immer mal Phasen, wo man sich auch einfach vielleicht mal selbst die Frage stellt, warum ist der oder die besser oder anders oder die Klickzahlen oder, aber da mir das Ganze fremd ist, umgebe ich mich, glaube ich, auch einfach mit Menschen, denen das fremd ist. Und dann ist das gar nicht in meiner Bubble, der Bubble sozusagen drin. Also ich glaube, dass wir schon eine sehr harmonische Community sind. Und natürlich gibt es immer mal Ausreißer und jeder hat mal einen schlechten Tag, gar keine Frage. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass, ja, dass das wirklich groß ist, dass man da angefeindet wird oder ja, das glaube ich irgendwie nicht. Denkst du, man muss mehrere Plattformen bespielen, um ein wirklich erfolgreicher Buchblogger zu sein? Und keine Ahnung. Also es wird hier halt noch Instagram, Twitter und TikTok genannt. Ich glaube, es ist, ich glaube, es funktioniert so und so. Also ich glaube, es gibt reine Booktuber, die erfolgreich sind. Es gibt aber auch Booktuber, die nebenbei noch Instagram und TikTok bespielen. Und das natürlich dann wieder anders ist. Man hat natürlich schon eine ähnliche Zielgruppe in den Communities. Also ich glaube, ein gewisser Teil, der mir hier zuschaut, ist wahrscheinlich auch auf Instagram. Aber ich bin zum Beispiel kein großer Freund mehr von Instagram. Ich poste da nur sehr selten mal etwas. Ich habe immer so Phasen, da gibt es immer öfter ein Bild. Ich habe Phasen, da habe ich überhaupt keine Lust, weil mir das viel zu kurzlebig ist und nicht mehr das Instagram ist, was ich vor, keine Ahnung, 6, 7 Jahren angefangen habe. Auch einfach als privater Mensch bin ich ein bisschen genervt von Instagram. Ich weiß nicht, ob das zum Erfolg beiträgt. Also, ja, ich weiß nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich rückblickend, als ich aktiver auf Instagram war, dass das, was auf BookTube mit mir gemacht hat. Also, vielleicht müsste man das Ganze mal mit TikTok ausprobieren. Aber da habe ich überhaupt keinen Account, weder privat noch ja, als Content Creator, ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Also ich
kann es mir fast nicht vorstellen, weil doch jede Bubble so für sich funktioniert. Ja, sagt ihr es mir gerne mal als Zuschauer, ob ihr das gut findet, wenn ihr auf Instagram Dinge seht, die sich dann vielleicht auf YouTube wiederholen, oder dass es ihr gut findet, dass Dinge nur auf Instagram stattfinden und dann auf YouTube wieder andere Dinge. Ich gebe die Frage gerne mal an euch Zuschauer weiter. Hast du schon mal ein Video gedreht, was du eigentlich nicht so toll findest, wovon du aber weißt, dass es gut geklickt wird? Was hältst du von so einem Vorgehen? Also mir liegt sowas gar nicht. Also ich habe immer mal Formate ausprobiert, dann aber gemerkt, dass sie für mich nicht funktionieren und habe sie dann einfach wieder abgestellt. Ich war noch nie ein Mensch von Leselisten. Ich habe von anderen aber super gerne die Want-to-Read-Videos angeguckt. Also dieses Vorhaben, diese 5 Bücher zu lesen mit dieser Begeisterung und warum sie das haben. Und ich habe das, glaube ich, 2 oder 3 Monate selbst gemacht. Und ich habe, glaube ich, keins dieser Bücher dann irgendwie gelesen, weil sobald ich ein Buch auf eine Leseliste setze, habe ich keine Lust mehr. Und mir hat schon das Videodrehen und so diese Vorbereitung, das hat mir gefallen. Aber dass ich danach eigentlich immer da stand und dachte, jetzt hast du keine Lust mehr auf die Bücher, das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich dieses Format auch eingestampft. Ich habe auch viele Jahre die Rache des Sub gemacht und es hat mir auch immer Spaß gemacht. Doch dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich mich selbst immer so, ja, also immer so schlecht rede. Was hat sich die Steffi da vor einem Jahr gedacht? Warum ist das Buch noch nicht gelesen? Ach Steffi, das hast du auch nicht gelesen. Und jetzt hatte ich für mich eigentlich schon immer das Gefühl, ich bin da relativ erfolgreich in den Büchern weglesen und dass die in der Regel wirklich ganz wenige immer nur übrig waren. Aber ich habe mich so verurteilt für meine Neuzugänge vor einem Jahr. Und dann dachte ich irgendwann, nein, das fühlt sich nicht mehr gut an, das bin nicht mehr ich. Und ich hatte dann zum Beispiel auch keine Lust mehr, das bei anderen zu schauen. Das ist ein Format, was wirklich gut geklickt wird, sowohl bei mir als auch bei anderen, worauf ich keine Lust mehr habe. Ich mag einfach nicht mehr ansehen, wie sich Leute schlecht reden, weil sie Bücher vor 1, 2, 3 Jahren gekauft haben und es bis jetzt nicht mehr gelesen haben. Ich habe darauf keine Lust mehr. Und dann habe ich das auch wirklich, nachdem ich das 2, vielleicht 3 Monate gespürt habe, habe ich dann gesagt, okay, das ist meine letzte Rache, ich habe keine Lust mehr. Natürlich habe ich trotzdem meine Neuzugängelisten und meine Listen hier und ich führe auch für mich selbst diese Subliste, aber mir dieses immer wieder bewusst anschauen und mir so vorwurfsvoll, mir selbst gegenüber, das bin einfach nicht ich und nein, da hatte ich keine Lust mehr drauf. Aber das wäre definitiv etwas, was viel geklickt wird. Ich glaube, dass man alles mal ausprobieren sollte. Also ich glaube auch ein Format, wo man merkt, oh, das kommt bei jemandem gut an, dass man es einfach mal probiert und schaut, wie man sich anfühlt. Wenn man aber schon vorher merkt, dass das eigentlich nicht sein Format ist, ja, na, ich habe auch lange Zeit gesagt, ich bin kein Vlogger. Und dann dachte ich aber so, für dieses Jahr, das probierst du mal aus. Zum einen für mich selbst, einfach mal schöne Momente festzuhalten. Zum anderen auch einfach mal Dinge zu besprechen außerhalb von Büchern. Also weil man ist ja als Mensch auch einfach viel mehr als nur das, was man als Hauptthema auf seinem Kanal hat. Und da muss ich auch sagen, ich habe da jetzt so ein bisschen Spaß dran gefunden. Ich habe da reingefunden. Ich mag es auch einfach mal so ein bisschen in den Schnitt zu gehen, was ja sonst bei den Videos eher weniger gemacht wird. So mit Musik zu spielen und einfach so Dinge im Alltag auch mal festzuhalten, zu besprechen, zu zeigen, was eben nicht nur Buch-Content ist. Und hätte mir das aber jemand vor 3, 4 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ach, das interessiert doch keinen, was ich den ganzen Tag mache. Und ja, das ist am Ende jetzt immer noch so, ne? Aber einfach mal probieren. Aber ich glaube, diesen Vorsatz, ich will einfach diese Klicks erreichen. Ich weiß nicht, ob man das nicht als Zuschauer auch in dem Video merkt, was die Motivation dahinter ist. Es einfach mal auszuprobieren und zu sagen, ist das was, ist das nichts? Oder dann einfach zu sagen, ich mache es nicht mehr. Ich glaube, das ist durchaus legitim. Aber man sollte, ja, es kommt, glaube ich, auch einfach drauf an, was die Motivation ist hinter einem. Möchte man erfolgreich sein, muss man wahrscheinlich tatsächlich auf diese Züge aufspringen. Wenn man davon leben möchte, wenn man dann einkommen möchte oder was auch immer. Aber wenn man es, wie ich, ja, zum Hobby, zum Spaß macht, dann muss ich mich ja diesem Zwang nicht hingeben. Also, ja. Aber ich glaube, ja, ich glaube, da muss jeder einfach so ein bisschen auch seinen Weg finden. Nächste Frage. Sind deine Videos monetarisiert? Wenn ja, empfindest du den Verdienst, den du erzielst, als angemessen? Wie viel verdienst du aktuell mit Videos? Ja, meine Videos sind monetarisiert. Am Ende sind es überspringbare Werbepassagen am Anfang und am Ende. Manchmal bei sehr langen Videos oder auch Hangouts mache ich in der Mitte gern
Nochmal so eine kleine Werbung, weil ich denke, wenn so ein 3-Stunden-Stream online geht, dann ist da auch nichts Schlimmes dabei, wenn in der Mitte irgendwo nochmal ein Videocut kommt. Ich selbst nutze YouTube Premium, das heißt, ich sehe bei anderen überhaupt keine, gar keine Werbung, was ich auch gerne bin und bereit bin, das zu bezahlen, einfach weil ich wirklich anstelle Fernsehen sehr viel YouTube konsumiere, was heißt viel, ne? Aber wo ich sage, wenn ich 4 Videos hintereinander anschaue, dann möchte ich möglichst nicht 50 Werbeunterbrechungen. Aber ja, meine Videos sind monetarisiert. Und ob man dieses Gehalt, ja, also ich sehe es halt überhaupt nicht als den Verdienst, ich sehe das halt nicht als Gehalt, ich habe da auch keine Angemessenheitswertung, ich mache diese Videos aus Spaß und für mich ist das so ein Taschengeld, wovon ich mir im Monat 2, 3 Bücher kaufen kann oder mal ein neues Stativ, wie kürzlich erst, oder wo ich mir dann einfach mal ein Ringlicht gekauft habe oder ähnlichem, ne? Also wo ich einfach sage, es ist so ein Gimmick, um zum Beispiel das einfach zur Seite zu legen und dann fahre ich auf die Leipziger Buchmesse oder fahre, ne, oder mache eben irgendwas im Sinne von Büchern. Und ich bin aktuell so wahrscheinlich, ohne es genau zu wissen, so bei 50 Euro im Monat, kommt natürlich ein bisschen auf den Monat an, kommt ein bisschen auf die Videos an, wie die geklickt werden, aber ich würde sagen, so irgendwas zwischen 40 und 60 im Monat ist es wohl. Deswegen würde ich jetzt den Durchschnitt mal 50 Euro im Monat sagen. Also ich glaube, ich habe so alle 2 Monate eine Auszahlung. Man muss da, glaube ich, immer so 75 Euro erreicht haben. Und ja, und ist das jetzt, ja, also für mein Hobby, was ich machen würde, auch ohne Verdienst, freue ich mich natürlich über das Geld, weil es sind eben definitiv einfach so 2, 3 Bücher im Monat oder dann eben, wenn man 2, 3 Monate spart, eben auch einfach mal ein Ringlicht oder jetzt auch ein neues Stativ. Oder auch einfach mal eine externe Festplatte, die ich mir dann einfach mal gekauft habe. Oder das Schnittprogramm, was eine Lizenz kostet und so weiter. Also jetzt aktuell habe ich ein Schnittprogramm, was keine Lizenz kostet, aber na, früher hatte ich das. Und da ist das, glaube ich, schon immer ganz schön, dass das Hobby eben auch einfach was zurückgibt. Aber ob das jetzt angemessen ist, es gibt auch Hobbys, denen ich nachgehe, wo ich nichts verdiene. Na? Also von daher, ja, ich glaube, es könnte durchaus mehr sein, aber... Dafür müsste man, glaube ich, auch einfach größer sein, mehr Klicks haben, vielleicht auch aktiver noch etwas tun oder wie auch immer. Das kann man ja am Ende auch gar nicht beeinflussen und ja, vielleicht auch mehr Werbung setzen. Vielleicht müsste ich dann auch alle 5 Minuten einen Cut machen, aber wer guckt sich da noch die Videos an? Also ich bin von Werbung schnell genervt. Also ja, das so zu diesem Thema. Und das die letzte Frage. Findest du, dass man die Verlage ausnutzt, wenn man Rezensionsexemplar anfordert? Oder findest du, dass wir für unsere Arbeit Rezensionen von den Verlagen bezahlt werden sollten? Also ich habe das tatsächlich nie als Ausnutzen verstanden, weil Verlage schon, seitdem ich das mache, aktiv Rezensionsexemplare anbieten. Und früher hat man das noch relativ umständlich über E-Mails gemacht, wobei umständlich, da war natürlich der Kontakt zu den Verlagsmitarbeitern einfach ein bisschen enger. Und heute hat man ganz viele Portale, wo man einfach mal sagen kann, oh, das Buch interessiert mich und das, ich frage beide mal an. Und dann hat man entweder Glück oder nicht. Dem Verlag steht es ja frei zu sagen, ich gebe dir das Buch oder nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Ausnutzen ist, weil der Verlag ja definitiv Werbung dafür bekommt. Also es ist in den Neuzugängen, es ist im Büchermonat, früher in meinen Bücherwochen, man zeigt es bei Tags, man macht mal ein Foto auf Instagram. Ich glaube, das Bild, also ja, das Buch, egal ob in Bild- oder Videoform, hat definitiv schon sehr viele, die es dann auch sehen. Und wo man dann eben sagt, ob das jetzt wirklich werbefördernd ist, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, dazu müsste man andere Statistiken befragen. Aber ich glaube, es ist kein Ausnutzen. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Also der Verlag gibt ein Buch und nimmt dafür im Grunde ja in der Regel kostenlose Werbung. Und bei mir hat es auch noch nie dazu geführt, dass ich ein Buch besser oder schlechter, also wahrscheinlich dann eher besser bewertet habe. Also ich breche Verlagsrezensionsexemplare auch ab. Habe ich überhaupt keinen Schmerz mit, wenn ich das Buch schlecht finde, dann finde ich es schlecht. Ich hatte früher vielleicht noch so ein bisschen so eine Hemmung, muss aber sagen, dass ich nie von Verlagen irgendwie komisch angeschrieben wurde oder eine komische Nachricht bekommen habe. Oh, warum hast du das Buch so schlecht rezensiert? Mach das mal wieder weg oder was auch immer. Das kam nie von Verlagen, das kam eher von anderen Stellen. Also ich hatte mal mit so, ich möchte jetzt gar keine Namen nennen, mit so einer Buchaustauschplattform im deutschsprachigen Raum, so ein Thema, da habe ich ein Buch bei einer Leserunde gewonnen und habe dann, ich glaube tatsächlich auch fast die Hälfte gelesen, also ich war, glaube ich, gut vor, also beim 4. Abschnitt, also bei gut kurz vor der Hälfte und habe einfach gesagt, ich mag dieses Buch nicht mehr weiterlesen. Ich habe verschiedenste Gründe dafür gehabt, habe das dann auch ja, der Betreuenden sozusagen für diese Leserunde geschrieben und gesagt, hey, es tut mir echt leid,
Ich kann mit diesem Buch nichts anfangen, habe wirklich 5, 6 Gründe reingeschrieben und gesagt, ich würde das Buch jetzt abbrechen. Und ich sehe aber davon ab, am Ende eine schlechte Rezension zu geben, weil das ja wäre jetzt vielleicht auch irgendwie unfair gewesen. Und dann habe ich wirklich eine ganz unfreundliche Antwort bekommen. Und ich soll es unbedingt nochmal probieren und soll dann auch schauen, dass das eine gute Rezension wird und ich muss mir halt dann die schlechten Dinge wegdenken und ich fand das ganz, ganz, ganz schlimm und am Ende habe ich gesagt, nein, ich lese es nicht mehr weiter, meine Lebenszeit ist zu schade, es tut mir echt leid, aber mehr als bis hier kann ich nicht lesen und es hat dann überall schlechte Rezensionen bekommen. Also auch, wie es das Buch dann einfach verdient hat. Und ich habe dann am Ende der Leserunde gemerkt, dass ganz viele das Buch auch nicht wirklich gut fanden. Und aber viele ja auch Bücher einfach nicht abbrechen. Also ich muss sagen, das sind Verlage viel toleranter, viel offener. Und ich glaube, dass auch viele Verlage, zumindest war das auch früher, ja, jetzt reden wir von früher der Fall, dass die auch einfach dankbar waren, dass man mal sagt, das und das, na, aber das gibt's heute nicht mehr. Also so einen privaten Austausch hat man mit den Verlagen leider nicht mehr so im Extrem. Gibt so zwei Ansprechpartner, mit denen ich unregelmäßig immer mal schreibe, die man dann vielleicht auch auf einer Messe irgendwie nochmal trifft. Aber so wie früher, dass man da gefühlt monatlich seine 2, 3 Rezensionsexemplare angefragt hat, dann hin und her geschrieben hat, Cocktails auf der Messe getrunken hat, sowas gibt es leider nicht mehr. Aber nein, also ich glaube, es ist ein Geben und ein Nehmen und am Ende sind wir auch einfach nur eine Werbeplattform und ich glaube, dass das absolut in Ordnung ist. Und ich glaube, solange es fair ist und man auch wirklich das sagt zu dem Buch, was man empfindet beim Lesen, ist das, glaube ich, auch absolut in Ordnung. Ich glaube auch nicht, dass da jemand gekauft ist. Ich glaube, vielleicht ist es nochmal was anderes, wenn man für eine Rezension irgendwie Geld bekommt. Aber das reine Rezensionsexemplar hat mich jetzt noch nicht dazu verleitet, zu sagen, ich muss da jetzt himmelhochjauchzend irgendwie eine Bewertung abgeben. Also ich breche genauso Rezensionsexemplare ab, wie auch meine selbst gekauften Bücher. Also ich glaube, da gibt es keinen Unterschied. Ja, das waren jetzt die Fragen und die liebe Lisa hat ja einige Leute schon getaggt. Ich tagge gerne mal alle, die vielleicht einfach Lust haben auf diesen Tag, die hier jetzt einfach zuschauen und sagen, ach cool, den Tag gibt es, da mache ich einfach mal mit. Nachdem ich jetzt auch schon 3, 4 andere Videos einfach gesehen habe von Leuten, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wer ist schon getaggt, wer hat das Video vielleicht auch schon gemacht, aber es darf sich natürlich jeder gerne getaggt fühlen, vielleicht einfach mal so, ja, wem könnte man ein bisschen nennen, vielleicht die Fabienne von Japan Connect, vielleicht auch Jenny, ich glaube Aaron ist schon von Tanja und Leo getaggt worden, wer einfach Lust hat, macht hier einfach mit und da freue ich mich auf die vielen Videos, die jetzt vielleicht auch noch kommen. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Tacheles-Tag, der ja doch ein bisschen ins Eingemachtere gegangen ist, mehr in dieses Content-Creator-Leben einen Blick geworfen hat, als es vielleicht einfach ein Büchervideo war. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob euch das jetzt gefallen hat, ob wir uns über irgendeine der Antworten zu den Fragen irgendwie ein bisschen austauschen wollen. Bin ich auf jeden Fall sehr offen und freue mich darüber. Und die Kanäle alle unten in der Infobox. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.